Also, ich bin Lukas, ich heiße Ingame Ipo, ich spiele für, oder habe für EVT Hardstyle diesen Split gespielt. Also, wie gesagt, bin ich Jungle Main und die Rolle habe ich damals ausgewählt. Also, war schon immer so Lee Sin Enjoyer damals, dann seit den Early Seasons, wo ich Liga angefangen habe. Habe damals noch nebenbei ADC gespielt, aber irgendwann so Season 4, 5 rum ist es dann komplett in den Jungle geswitcht. Einfach, weil man da, glaube ich, einfach einen großen Impact aufs Spiel haben kann. Und einfach mir die Champions dann auf Dauer besser lagen. Also ich würde sagen, dass ich halt vielleicht ein bisschen frischen Wind in die Uniliga bringe, dadurch, dass ich jetzt erst seit einem Split dabei bin. Habe auch viel Erfahrung durch Prime League schon sammeln können in Competitive. Deswegen denke ich, das ist eine große Stärke, die ich mitbringe. Und ich bin, denke ich mal, eigentlich ein ganz humorvoller und lustiger Mensch. Und ich glaube, mit mir kann man eine Menge Spaß haben, auch als Team-Captain. Ja, ist natürlich eine kleine Ehre, würde ich sagen, als Team-Captain gewählt zu sein. Ist mal eine neue Erfahrung, weil ich war nie so die Leader-Position bisher in den Teams, in denen ich gespielt habe, also in der Prime League jetzt. Und denke aber jetzt dann durch den Best-Split jetzt einfach ein bisschen so diese Leader-Position mit Tenzo zusammen übernommen in unserem Team. Und das ist so was, was ich jetzt mal mit auch in die Rivals mitnehmen will. Man will ja natürlich nicht zu viel verraten jetzt vor den Rivals, auch vor dem Draft, aber ich will halt auf jeden Fall auf individuelle Stärke auch gehen. Man will es ja dann, auch wenn man Spaß haben will, am Ende gewinnen. Aber dass man auch einfach Leute hat, mit denen man dann in-game und auch neben den Spielen einfach ein bisschen Spaß haben kann. So, ein Name sticht so ein bisschen heraus, mit dem habe ich auch damals schon mal einen Split in Prime League gespielt, das ist Lorefat. Das ist einfach ein guter Freund und den würde ich halt an sich gerne in meinem Team haben, wenn sich es ermöglichen lässt und er nicht schon vorher weggedraftet wird. Und ansonsten auch sein Mate Key ist natürlich ein solider Spieler auf der Top Lane, den man natürlich auch eigentlich gerne haben will. Ansonsten bin ich natürlich immer offen, auch neue Leute kennenzulernen und einfach ein bisschen Variety ins Team zu bringen. Also ich glaube, von den Captains wird Teemon, glaube ich, mit die größte Herausforderung. Habe ich auch schon ein paar Mal in Scrims und in Solo Queue gegen gespielt. Ich denke, ist halt individuell einfach ein sehr starker Spieler. Hat er jetzt auch, wenn jetzt wieder Early Season ist oder so, hat er jetzt Challenger gehittet. Ich denke, dadurch bringt er auf jeden Fall schon ganz schön Brocken selber mit, ihn zu besiegen. Kommt natürlich dann auch darauf an, wen er draften möchte und wen er dann am Ende draftet oder bekommt. Ich denke mal, er wird einer der stärksten Leute.